Hey ho, leer ist er und da wird jetzt aus den Naschebirnen Saft gemacht. Presse, den Karton habe ich gerade schon gezeigt und wie es weitergeht, sehen wir drinnen. Schatz hat mich schon für verrückt erklärt, das selber machen zu wollen bei der Menge, aber ich sag, das schaffen wir. Gehen wir rein. So Leute, hier wird schon geackert. Schatzi hat mich allen Ernstes gefragt, ob ich jetzt total bescheuert bin, diese Massen selber zu machen. Hier werden die Naschebirnen erstmal klein gehackt und klein gehäckselt. Ein zweiter Thermomix, ich weiß zwar nicht, für was wir den jetzt brauchen. Der ist von der Patricia. So sieht es klein gehäckselt aus. Hier sind die Teile von der Presse, das Netz und hier habe ich die Presse aufgebaut und das Ganze darf dann direkt ins Fass reinlaufen. Ja, dann machen wir hier jetzt den ersten Aufbau. Als allererstes kommt das Netz hier rein. Na. Also wenn ihr euch so eine Presse kauft, darauf achten, dass ein Netz dabei ist, beziehungsweise die Netze gibt es dann einzeln zum dazu kaufen, braucht man auf alle Fälle. Ja, und dann können wir schon anfangen mit der ersten Ladung rein. Was halt ist, die Naschebirnen werden verdammt schnell braun. Aber das wissen wir ja, das soll uns nicht stören. Ihr hört es immer noch im Hintergrund plätschern. Und ich sag's euch, die Naschebirnen sind saftig. Also ich bin ja gespannt, wie viel Liter Saft wir da rauskriegen. Und lecker sind die. Es läuft und läuft und läuft. Dann wollen wir mal hier anfangen. Zuerst müssen wir das Netz hier drüber. Irgendwie haben die diese Holzkeile doch zu lang gemacht, habe ich das Gefühl. Boah, so wie das ackert, ist das Gewinde auch nicht sauber geschnitten. Was will man für 40 Euro erwarten? Boah, ich muss mal die Cam umstellen. Schaut euch das an, wie das läuft. So, dann ist es soweit, dass ich Holzkeile mit unterlegen muss.
Ja, und so wird das jetzt Stück für Stück komplett ausgepresst, bis wir durch sind. Ach so, ja, das Ausleeren nach jeder Ladung. Oben das Zeug runter, dann das Ding einfach rausziehen. Den Brocken da irgendwie rauspressen. Oh. Und dann ausleeren. Und dann geht das ganze Spiel von vorne wieder los. Mein Saft! Dein Saft! Mach mal die Glotze zu. Ey, den Baum habe ich gesponsert. Oh, ist das geil. Aber du darfst das allererstes probieren. Lass dir schmecken. Was dazu zu sagen ist, wir werden den Saft hier drin auf alle Fälle nochmal durch ein Sieb jagen. Zum Wohle. Ach, Naschi-Birnen-mäßig. Geil. Richtig geiler Saft. Aber jetzt schauen wir, dass wir hier weiterkommen. Die letzte Runde wäre das. Dann haben wir es komplett geschafft. Abschließend zu sagen, so eine Menge, nochmal, nein. Es war jetzt ganz lustig, ganz witzig. Naja, mein Schatz ist etwas sauer, weil die hatte gleich gesagt, bringen wir es zum Pressen. Es hat aber so jetzt auch funktioniert. Die Presse tut ihren Dienst, wird aber in Zukunft maximal nur noch für die Weintrauben eingesetzt oder wenn die Naschi-Ernte ganz geringfügig ausfällt. Also so wie letztes Jahr, wo wir nicht eine einzige dran gehabt haben. Bei den Billigteilen fallen die Schrauben schon weg. Naja, kann man nichts machen. Aber Spaß hat es auf alle Fälle gemacht, Leute. Ich zeige euch aber jetzt gleich noch die Reste, wie viel das jetzt noch oder wie viel noch übrig ist. Ja, und dann wie viel wir in den Bottich drin haben, ganz genau. Tja Leute, das sind jetzt die Reste. So sieht es aus. Und naja, also man hätte vielleicht noch ein bisschen was rauspressen können. Aber auf die paar Milliliter. Was soll's? Was mache ich mit den Resten? Ich werde es wahrscheinlich im Gewächshaus mit untergraben als Dünger. Ja. So viel haben wir jetzt. Also wenn das ein 120 Liter Fass ist, denke ich mal, das sind locker 40 Liter. Also 30 bis 40 Liter auf alle Fälle. Und das wird als nächstes dann eingekocht. Und wieder in Bags abgefüllt, aber das ist nichts Neues, das habt ihr ja schon gesehen in dem letzten Saftvideo, deswegen lasse ich das hier komplett weg. Wie viel Liter das im Endeffekt dann ergeben hat, ganz genau, werde ich dann irgendwann mal nachträglich noch in die Infobeschreibung reinschreiben. Und auch dann im nächsten Video dann mit erwähnen. Leute, das war's mit dem Naschi-Birnen-Saft-Video. Hebet die Haare, grüßet die Füße. Wir sehen uns. Tschaikowski.